So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden. Ja, willkommen zurück bei A New Beginning und wir starten jetzt direkt weiter, wo wir tatsächlich aufgehört haben. Wir kommen nun zur Live-Präsentation unserer Technologie. Wie Sie sehen, haben uns unsere Assistenten ein Exemplar der Alge bereitgestellt. Dr. Svensson, wenn ich Sie nun bitten dürfte. Sehr gerne. Er meinte mich. Lassen Sie mich das machen. Ich habe 30 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. Ich weiß, wie man das Maximum aus ihr herausholt. Also gut, dann bitte. Wissen wir wirklich, was wir da tun? Da liegt etwas Schweres auf dem Schlauch. Kein Wunder, dass der Generator so schlecht arbeitet. Dieses Ding liegt hier doch mit Absicht. Und schon kommt mehr H2 in den Generator. Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Okay. Sie leuchtet schon etwas mehr, ist aber noch weit weg von überzeugend. Genug Licht hat sie jetzt. Ah, okay. Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Ja, dann kriegt sie jetzt noch Wasser. Frischen wir die Alge doch mal ein bisschen auf. So. Die Alge hat nun Licht, frisches Wasser und das Gas kann ungehindert in den Generator fließen. Und die Glühbirne leuchtet. Bravo! Erkennen Sie etwa nicht die Genialität hinter dieser Performance? Das Einzige, was ich erkenne, ist ein Haufen Schleim in einem Aquarium. Dr. Svensson, da sich hier sonst keiner dafür zu interessieren scheint, ich würde Ihnen diesen Schleim liebend gerne abkaufen. Halt, einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. So. So ein Firlefanz. Schmarrn. Das ist doch Quatsch. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Jetzt bloß kein... Alle Augen... So, wir haben jetzt noch den Akku. Müll. Kokolores. Pah, Schwachsinn. Blanker Unsinn. Also gut, ich packe den Akku in das Netz. Jetzt mit dem Generator. Wenn das funktioniert, dann glaube ich Faye von heute an jedes einzelne Wort. Ach, herrje. Was haben Sie getan? Ich wollte nur... War das diese Nitrogenese, von der Sie gesprochen haben? Ich hätte nie geglaubt, dass 0,8% so kraftvoll sind. Dr. Svensson, anstatt ellenlange Monologe über Windenergie zu halten, warum haben Sie uns das nicht gleich gezeigt? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meinen Vater. Er ist hier der ungekrönte Experte. Hm. Und, wer von Ihnen beiden bekommt jetzt unser Geld? Wir haben es geschafft. Dieser blöde Arzt. Ich will mich hier nicht ausruhen und ich bin auch nicht krank. Bitte komm! Hm? Hallo? Du musst verschwinden! In Anschlag! Alle werden sterben! Delvin! Was redest du da? Was für ein Anschlag? Die in Mist! Etwas stimmt mit der Antenne nicht. Wollte Oggi sie nicht an den Helikopter montieren? Oh nein. Hoffentlich hat er sie nicht kaputt gemacht. Ich prüfe das besser nach. Es waren zwar nur Wortfetzen, aber es scheint wohl einen Anschlag auf die Bohrinsel zu geben, auf die geeizte Alge. Alles wegen Indes. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Ja, das kann gut sein. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen.
können da raus, okay. Aber vorher will ich mich hier erstmal drinnen umschauen. Was für ein schönes Material, wie es wohl hergestellt wird. Ich glaube, das willst du gar nicht wissen. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint, zweiter Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duve Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Wie nett. Ja, sehr nett. Willkommen auf der Atlas. Die Errungenschaft haben wir jetzt auch noch freigeschaltet. Mal sehen, wie viele Errungenschaften es sein werden, wenn wir das Spiel durchhaben. Und jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Ah, die Schlafecke. Wow, da könnte man ganze 5 Faces drin stapeln. Jetzt ist nur noch raus, aber wir gehen erstmal durchs Fenster raus. Ah, ein Stapler. Er steht auf der Brücke und raucht. Hoffentlich fällt es nicht zu, solange ich hier draußen bin. Da fliegen die Möwen weg. Aber hier ist ja sonst nichts. Warum kann ich denn hier rausgehen, wenn hier erstmal nichts ist? Naja, das wird sich vielleicht später noch aufklären. Dann gehen wir jetzt wieder hier lang. Da unten sind wir also. Das ist wohl ein Zeichen für Rettungswesten. 23. Ja, dann schauen wir mal, was dahinter ist. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Ich schätze mal, über das Dach hinten kommen wir irgendwie in den 23 rein. Was haben wir denn noch alles bei uns? Nichts mehr, außer das Zeitfunkgerät. Selbst das gute Messer haben sie uns genommen. Dann gehen wir mal zur Mitte hoch. Die gute Kantine, von der so geschwärmt wird. Dann bin ich mal gespannt, was die Kantine so zu bieten hat. Hallo, Koch. Was gibt's? Was gibt's? Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Was ist Rackfisk? Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Komm sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Gib sie her. Da 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 da. Da 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 da. Da. Ich mag den Koch. Da. Da. Der Strudel ist immer noch kalt. Bis dann. Ja. Ich weiß, wir müssen mit dem Strudel irgendwas machen, aber jetzt schauen wir uns erstmal dieses Rackfisk an. Das nennt sich Rackfisk. Was auch immer das sein soll. Ich komme nicht ran. So, hier ist nur der Koch und die Mikrowelle. Dann reden wir nochmal mit ihm. Was gibt's? Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit!
Da 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 da. Mal sehen, was für musikalische Stücke er sonst so drauf da hat. Na komm, einmal noch. Der Strudel ist immer noch kalt. Kein Problem, gib sie her. Komm, überrasch mich. Da 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 da. Oh. Da 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 da. Da. Also überrascht du uns nicht mehr. Da. Wir müssen irgendwas mit dem Strudel machen. Wahrscheinlich irgendwie so präparieren, dass die Mikrowelle wahrscheinlich kaputt geht oder in die Luft fliegt. Irgendwie sowas in der Art, denke ich mir gerade. Nun denn, verlassen wir die schicke Kantine. Da geht's raus, da geht's zum Doc. Wollen wir da nochmal rein oder will sie da mit dem nichts mehr zu tun haben? Zu, aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Das dachte ich mir, dann gehen wir erstmal hier raus. Und da ist dann auch schon der Arzt. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ja. Sehe ich denn krank aus? Nein. Aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung könnten Sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen Sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Ja, das habe ich. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Ja, ja. Da kommen wir also erstmal nicht weiter. Dann gehen wir jetzt mal kurz nach oben. Ah, der Hubschrauber-Landeplatz. Oggi ist auch schon da. Ich würde sagen, warum Oggi so betrübt da reinsitzt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann heißt es wie immer, dieses kleine Däumchen da unten einmal bitte kurz drücken. Das tut nicht weh. Von mir aus könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich freue mich drüber und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt A New Beginning.